Wir machen weiter mit Werewolves, mit den Werwölfen. Auf geht's, Leute. Auf geht's noch eine Runde weiter hier vorne. Bootsteg ist da, gar kein Wunder, den hatten wir gebaut. Siedlung, Gemeindehaus, machen wir weiter. Ein Event. Kommandant, ein Schreiben des Marineministers ist eingegangen. Die Bundesregierung klagt, einige unserer Fischerboote würden selbstgebrannten Schnaps in die Hauptstadt schmuggeln, ohne bei der dortigen Hafenmeisterei die erforderlichen Abgaben zu entrichten. Der Marineminister möchte ein Linienschiff unsere Küste patrouillieren lassen und bittet uns, eine Schiffswerft als Stützpunkt zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn wir eine Schiffswerft bauen, die uns in Neuengland sicher von Nutzen sein wird, hoffen wir, dass der Marineminister, dass wir dem irgendwas zum Dank herausschlagen können. Oh, ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern, wie ich diese kleinen Bildchen gemacht habe. Oh Leute, jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Wir wollten ja eigentlich die drei hessischen Söldner bekommen. Wenn wir, das Problem ist, ne, die sind in verschiedenen, ich kann euch das auch mal zeigen, wie ist die Lage. Die ist in, das ist die Logenbrüder, die Logenschwester im Reiterhandel. Die haben wir freigeschaltet. Handelspunkte, Politikpunkte sind da. Eigentlich wollen wir hier hin. Hier hin. Uns fehlen noch geringfügig Militärpunkte, 0,3 hessische Söldner. Problem ist, wenn wir jetzt sagen, Betsy Ross, nein, danke, wir wollen unbedingt zu Wilhelm, zu Inhausen und Knüphausen, dann verschwindet Betsy Ross und wir können die nie mehr rekrutieren. Nie mehr. Und wenn wir dagegen sagen, ja, wir nehmen dich, Betsy Ross, und deine Handwerkerwitwen, dann hat das leider die Konsequenz, dass der Wilhelm zu Inhausen und Knüphausen, dass da die Politikpunkte wieder runterrattern. Die werden dann für was anderes verbraucht und müssen langsam wieder über Zeit steigen. Ich zeige euch mal, was der uns bringt. Die hessischen, Handwerkerwitwen, die habe ich euch noch nie gezeigt. Die gründet fix in jedem Beruf, also in diesen einfachen Betrieben, wo man Stoffe herstellt, Pelzmüntel, Mützen, Lederwesten oder auch Tran. Plus 2 fix. Die legt überall 2 quasi gratis drauf, verbraucht auch die Rohstoffe, aber 2 mehr. In nahrungsschwachen Städten ist das Zucker, ist das zauberhaft. Hintergrundgeschichte, der jedem starken Mann steht bekanntlich eine starke Frau. Und wenn der Mann stirbt, die Witwen wissen, wie man einen Handwerkerbetrieb zu führen hat, der mit der Gewinn abwirft. Und nach dem Tod ihrer Ehemänner ist ihr eigenes Leben noch lange nicht zu ändern. Die sind schon, ich will die nicht, die hätte ich gerne. Die nehmen wir auf jeden Fall. Ja, wir nehmen die. Ich will die nicht verlieren. Und die spawnen, glaube ich. Sind die nicht in unserer Hauptstadt gespawnt? Wo sind die denn? Nein, die sind alle hier oben gespawnt. Nein, Schande. Ja, sie hebt die Händchen zum Kopf und ist verzweifelt. Ich aber auch. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als den Bootsteg zu beschleunigen. Selbst dann, die müssen wir alle runterbringen. Der ist ja, klar, wir können die auch in andere Berufe machen. Wir haben genug Nahrung auf Vorrat. Wir machen Folgendes. Eine lassen wir hier Holz fällen. Mit einer bauen wir hier, ziehen wir den Bootsteg hier durch. In 2 Runden ist der Bootsteg da. Wir haben so viel Nahrung. Wir könnten sogar noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen sie als Trapperin einsetzen. Ich weiß nicht, ob noch einer geht. Kann sein, dass das Programm uns das verweigert. Ja, geht nochmal. Mehr können wir hier, glaube ich, nicht beschäftigen. Irgendwann heißt es hier Ende Gelände, bitte. Geht auch noch. Minus 7 Nahrung. Dadurch produzieren wir noch ein paar Glocken hier. Ich glaube, wir können den Bootsteg sogar in einer Runde fertig machen. In einer Runde ist er da. Dank unserer wackeren Witwen.
zwei Schiffchen unterwegs. 7 Kreuzer bis zur nächsten Runde. Das heißt, der Kauf einer dieser Einheiten wäre sehr billig. Wir könnten das nutzen, um einen weiteren erfahrenen Steinhauer zu beschleunigen, aber wichtig ist er nicht. Wir haben, glaube ich, schon einen, ne? Wir haben einen hier vorne und der reicht. Ich glaube, der hat... Der reicht locker. So viele Steine brauchen wir im Augenblick nicht. Ich nehme die Felle raus und wir nehmen stattdessen die Pelzwaren mit hier. Oder wir retten wenigstens die Nahrung. 100 Nahrung ist verdammt viel. Die zu verlieren wäre bitter. Wir decken noch mehr auf. Okay, noch? Nein, habt ihr gesehen? Ein drittes Walvorkommen hier. Ist das das dritte? Leute, wir haben 3 Walvorkommen hier. Da können wir verdammt viel Geld mitmachen. So, wir nehmen an Bord das restliche Leder, so viel wie geht. Und dann bitte einmal verkaufen hier. Hier kommt sie demnächst an. Und wieder eine Runde weiter, Leute. Wozu die Glocken da sind, zum Ausdehnen der Geländegrenzen und vor allem auch für die sogenannten Politikpunkte, die brauchen wir hier für die Logenbrüder, die sind ja alle wieder runtergegangen. Wollte der ersten Söldner bekommen, die Witwen haben uns Logenpolitikpunkte gekostet, jetzt produzieren wir wieder neue auf Vorrat. Bootsteg gebaut, melden unsere wackeren Witwen in Best Beavers. Machen weiter mit dem Gemeindehaus. Eine Nahrung hier vorne nur, aber immerhin ist das da. Der hier vorne, der arbeitet schon die ganze Zeit als Trapper. Den packe ich mal kurz raus aus der Stadt. Damit klar ist, dass der bei Learning by Doing auf jeden Fall zum Trapper wird. Einen anderen haben wir schon irgendwo drin. Ja, das ist ja irgendwie Quatsch, ja. Also eine Nahrung produzieren, 2 verbrauchen, das ist irgendwie... Können die noch ein bisschen hier noch weitermachen lassen. Wir suchen mal so viel wie möglich noch an Holz zu gewinnen und -7. 4 Runden lang können wir das noch immerhin vorantreiben, so. Aber auch mehr Holz, als wir brauchen im Augenblick. Wir nehmen nochmal einmal Nahrung in die 3 Slots, einmal Eisenwaren und Stein oder Nahrung. Stein kriegen wir schnell produziert, brauchen wir auch nicht für die Schule. Gibt es um die Ecke quasi beinahe für lau. Wir nehmen noch einmal die Steine, vielleicht tauschen wir beim nächsten Mal gegen die Nahrung. Jetzt kommen wir mit dem Schatz rauf. Ja, und da wir hier wieder hinkommen wollen, einmal rüber bitte. Einmal rüber in die Hauptstadt. Beide Schiffe kommen in 2 Runden an. Und gerade wurde ausgelost ein freier Bürger. Der Steinhauer ist immer noch im Pool, Leute. Was fragt Bäcker? Ist es geplant, den Wert der Ware, die verkaufe, dann irgendetwas zu knüpfen? Ja, also es gibt bei jeder Ware, also ich habe ja selber die XML-Dateien geschrieben, in denen das so alles reingestellt worden ist. Ich habe bei jeder Ware überlegt, wie teuer soll die minimal sein, wie teuer soll die maximal sein und in welchem Verhältnis sollen die Waren zueinander stehen. Grundprinzip ist zum Beispiel immer, dass die Grundwaren, die Rohwaren, billiger sind natürlich als die Waren, die aus ihnen produziert werden. Also wenn Leder zum Beispiel hier bei 5 Verkaufen, 7 Einkaufen steht, dann sind die Lederwesten immer etwas teurer. Dann habe ich mir auch immer das daran gekoppelt, wie leicht es ist, auf der Karte bestimmte Waren zu generieren. Also zum Beispiel ist es relativ leicht, auf der Karte
Ich glaube, es war relativ einfach, Felle zu bekommen, weil wir sehr viel Wald hier haben. Und da kann man halt Wald bekommen. Deswegen sind Felle grundsätzlich etwas billiger als zum Beispiel Leder. Weil Leder ist etwas schwieriger. Aber es gibt immer auch eine Zufallsreichweite, Minimum und Maximum. Und das wird bei Partiestart ausgelost und das verändert sich ein bisschen auch im Laufe der Partie. Ja? Und bestimmte Sachen, da ich habe echt immer wieder getestet und ausprobiert, sind halt exorbitant teuer wie Silberkugeln. Weil Silber ist halt so selten auf der Karte, deshalb ist das unfassbar teuer einfach. Ne? An den Walspeck kommen wir leicht ran. Ihr habt das gesehen. Walfänger rausschicken. 3 Walspeckrouten, viel kassieren, aber verzehrt der Bürger von der Story her, verzehren wir Walspeck? Nein. Walspeck nutzen wir Menschen, um daraus Tran zu machen. Zumindest die Menschen dieser Zeit. Deshalb ist der Tran, den man daraus fertigt, entsprechend teuer. So ist alles so ein bisschen im Verhältnis zueinander gemacht halt. Eine Runde weiter können wir wieder gehen, ne? Da kommt schon wieder ein neuer Werwolf. Oder ist es ein... Schon wieder ein Werwolf. Noch haben wir keinen starken Werwolf gesehen und keinen mächtigen. Das sind überstarke Einheiten, die über Zeit entstehen. Und dann brauchen wir eine verdammt gut ausgebaute Grenzstadt, um uns zu beschützen. Und vielleicht greifen wir vorher auch schon hier vorne an. Toi, 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 dass das klappt. Eisenwaren, die sollen nicht geplündert werden. Einmal Nahrung. Wisst ihr was, jetzt nehmen wir auch nochmal die Nahrung mit, damit ein weiterer Bürger entstehen kann, in aller Ruhe hier. Hier kommen die Schiffe an. Achtung, wir können die Bürger hier, wir können die nicht mehr durchfüttern. Wir haben aber sehr viel Holz. Dann nehmen wir den mal rein in die Produktion. Der macht hier die Nahrung. So klappt's. Und der Kollege nutzt jetzt für die nächsten 12 Runden ein bisschen die Holzvorräte, um hier zu arbeiten. Wie sieht's hier oben aus? Dann geht's weiter auf die Steine. Und ganz im Norden. Naja, noch ist die Nahrung da. Und hier ist auch noch alles top. Wir könnten hier auch mal anfangen, das Gemeindehaus zu bauen. Und immer dem mal sagen, hör mal, wir brauchen nicht mehr unbedingt die Feller. Steig mal um auf Holzfäller. Wir sammeln ein bisschen Holz und lassen ihn dann im Schichtbetrieb nachher selber aus dem Holz in der Zimmerei hier vorne vor auch das Gemeindehaus bauen. Wir haben zu wenig Geld auf der hohen Kante. Kommandant, schon wieder werden uns hessische Söldner angeboten. Wir können sie uns nicht leisten, die kosten 1.000. Hätte ich jetzt so viel Geld auf der hohen Kante, hätten wir einen coolen hessischen Söldner. Das verkaufen wir nachher. Erst warten wir mal kurz ab, was an Events noch kommt. Wir nehmen an Bord nochmal einen Stapel Nahrung. Hier sind wir vor Ort nah. Wir können das Schiff beladen. Das machen wir nachher. Erstmal an Bord gucken. Einmal Verkauf, bitte. Wir kaufen den Schatz, Leute. Achtung! Für 2220 Flocken minus den Steuersatz. 8%. 2, 3. Und jetzt nochmal. Einmal Leder verkaufen, einmal Pelzwaren. Ein Teil des Leders haben wir auf der kleinen Steininsel produziert. 3097. Ihr wisst, was das bedeutet. Segelschiff. Wir kaufen uns das zweite Segelschiff. Es hatte 2,5 gekostet. Und das erscheint euch vielleicht im Augenblick wie, also als, wie so ein Luxuskauf. Aber wir werden bald sehr froh sein, wenn wir viele Schiffe haben und das reicht schon mal gut zum Start aus. So. Jetzt haben wir noch 600 Gold. Hier unten ist das Schiff mittlerweile angekommen. Der arbeitet hier unten, der Fischer. Der erfahrene Silberschürfer wird hier vorne eingesetzt. Und ich würde gerne einen Pionier hierhin bringen und einen in den Norden.
Wir könnten auch erstmal die beiden Schätze drüben. Die Schätze müssen wir holen mit dem Segelschiff. Das heißt, der kann ja erstmal weiterarbeiten. Jetzt haben wir einen Überschuss von plus 4 an Nahrung. Noch etwas Holz gewinnen hier vorne. Das geht glatt auf. Gemeinhaus weiterbauen. Und mit dem Segelboot können wir jetzt rauffahren. Wir können natürlich auch hier Waren mitnehmen. Ne? Wir können auch sagen, wir verkaufen jetzt ein bisschen was von dem Zeug in der Hauptstadt. Aber ich würde eigentlich ganz gerne mit einem Schiff hier oben hinkommen, um endlich die Pioniere, die wir hier haben, abzuholen. Ein neuer Bürger ist auch gerade entstanden. Ne, entsteht in 3 Runden. Einen Pionier wollen wir hier unten hinbringen, um das auszubauen. Einen Pionier wollen wir raufbringen, um hier oben zu bauen. Ne? Das ist der Plan. Dann schicken wir eines der kleinen Schiffchen rüber, um einen der Pioniere abzuholen. Und eines der großen Schiffchen fahren wir runter, leer oder mit dem einfachen Bürger. Können wir noch einen Bürger durchfüttern. Den Scout nehmen wir nachher mit. Der wird nicht lange hier arbeiten. Dann, ja genau, wir bringen einen Siedler runter. Den bringen wir runter mit dem Segelschiff und bringen den nach Silver Surprise. Und der holt dort den Scout ab und ein paar andere Einheiten gründen dann vorne diese Grenzstadt, wo es die beiden Schätze noch zu einzusammeln gibt. Ja. Und ein großes Schiff können wir einfach benutzen für den Haupttransfer immer. Boston und zurück. Fährt leer Richtung Boston. Very well. Und ein Schiffchen würde ich dann benutzen, um in Boston Waren abzuholen. Die, um die Pioniere abzuholen und zu verteilen. Ja? Eins muss noch rauf. Muss noch hier oben hin, um das Silber oben abzuholen. Ne? Wir können uns ja automatische Handelsrouten demnächst einstellen, zeige ich euch noch. 60. Mit dem fahren wir in der Hauptstadt sind wir schneller als woanders. Wir laden einmal ein. Felle. Leder. Zurück in die Hauptstadt bitte, aber oben rum. Nee, unten rum. Was geht schneller? Ich will unten auskommen. Ich will unten ankommen. Einmal hier hin, bitte. Da haben wir nämlich alle Möglichkeiten für die Weiterfahrt hier. Hier hin, bitte. Und eins brauchen wir eigentlich für oben. Wir nehmen den hier. Der nimmt jetzt schon mal die Pioniere mit. Nimmt einen Pionier mit. Wir müssen einmal das Werkzeug reinbringen in die Stadt. Ein Pionier geht raus, geht in den Beruf des Pioniers, ein erfahrener Pionier. Den bringen wir raus zu der Silberstadt und holen uns dort auch das Silber ab. Brauchen wir noch irgendwas anderes dringend oben? Brauchen wir doch Holz, Bretter, Nahrung, irgendwas? Der holt die Handwerkerwitwen auch ab, genau. Zumindest die ersten beiden. Sollen wir dann nicht lieber das dicke Segelschiff, die Handwerkerwitwen abholen fahren? Eines von den beiden? Das ist doch viel klüger. Die werden da oben zu. Genau das machen wir. Wir holen oben die Handwerkerwitwen ab bei Best Beavers waren die. As you wish. Den bringen wir einmal. Der bringt einmal einen Pionier rauf. Und der landet dann bitte hier und kann dann hier zuerst für die Biber sorgen und dann da hier links für das Silber. Und da ist egal, in einer dieser beiden Reihenfolgen halt. Da haben wir noch ein Schiff hier übrig und das Schiff holen wir dann. Das fährt dann wirklich nach Boston, weil ja mal keins mehr, das Richtung Boston fährt. We're on it. Eins weiter. Nein, Leute. Ein erfahrener Holzfäller. Learning by doing. Ein freier Bürger, der lange genug in seinem Beruf gearbeitet hat. Den können wir auch umbenennen. Den müssen wir nicht mehr als Holzfäller jetzt nennen.
Das ist mega cool. Jetzt schaut mal, wie viel Nahrung uns das einspart, wenn er hier arbeitet. Doppelt so viel? Nee, ein bisschen mehr. Ich weiß nicht mal genau, wie viel mehr. Ich glaube nicht doppelt so viel, sondern irgend so ein fester Ertrag mehr. 8 Holz hier. Und wir haben mittlerweile, seht ihr den Bonus, plus 13% patriotische Stimmung. Wenn wir sehr viele Glocken in einer Stadt produzieren, in einem zentralen Haus, dann wächst hier unten ein Balken. Schaut mal hier. Seht ihr den blauen Balken mit dem USA-Sternenbanner darüber? Und je voller der wird, dann gibt es einen prozentualen Produktionsbonus auf alles. Alles, was wir hier machen, plus 13%, das ist die Hälfte von dem Balken hier. Der Balken geht auf 100% hoch. Und maximal 50% können wir an Produktionsbonus auf alles dadurch erwirtschaften, dass wir hier die Staatsmänner durchfüttern, die Damen und Herren Politiker. Dadurch, dass wir die durchfüttern, bekommen wir einen Produktionsbonus auf alles. Schule ist gleich fertig. Hier nochmal Nahrung einsammeln. Das hier einsammeln. Schiffchen fahren in alle Himmelsrichtungen. Und wieder eine Runde weiter. So langsam läuft's. Schule wurde gebaut. Nächster Schritt. Walfänger, oder? Wir können auch Leute in der Schule jetzt einstellen. Aber da würde ich eigentlich die Leute mit der Nahrungs... Leute, wir erzeugen gleich noch einen Bürger hier. Den können wir dann in die Schule einstellen. Ich würde gern eigentlich noch einen Ochsenkarren reinsetzen. Dann können wir nämlich systematisch immer alles hier lagern und müssen nicht immer micromanagen machen und gucken, was machen wir als nächstes. Oder halt den Walfänger. Das Problem ist, ich glaube, für die Produktion von Tran, ich weiß nicht, welche Bauvoraussetzung ist, die Druckerpresse für das eine Event da. Es gibt 20% mehr Glocken auf die Produktion hier und wir beenden das Event und die jüdischen Einwanderer kommen, diese Gelehrten. Das können wir auch machen. Wir kommen, ganz viele Handwerkerwitwen kommen gleich. Das heißt, damit haben wir die Möglichkeit, sehr viele unserer Rohstoffe zu veredeln. Wisst ihr, was wir machen sollten? Wir sollten Lederwesten produzieren, aus Leder. Das können wir vor Ort machen. Leder ist vor Ort da und unsere Handwerkerwitwen können teure Lederwesten daraus produzieren. Wir haben 5 Handwerkerwitwen, 2 können hier arbeiten, 2 woanders. Das Basisgebäude ist ganz schnell gebaut. Hier, Lederschneiderei. Das bauen wir einmal. Nein, nochmal Learning by Doing. Ein erfahrener Fischer hier oben. Super cool, ich bin total begeistert. Klasse. Das gibt jetzt, das ist so ein schönes Gefühl, wenn man Leute so lange irgendwo eingesetzt hat, wo die vielleicht nicht best geeignet waren, dann werden die über Zeit mit ein bisschen Zufall zu Experteneinheiten. Hoffentlich fällt die Stadt nicht irgendwann mal in die Patschhändchen der Werwölfe. Der Bootsteg, den könnten wir sogar vorziehen. Nee, den machen wir danach, nach dem Gemeindehaus. Wie mache ich das denn dahinter? Ah, mit Shift-Taste gedrückt halten, alles klar. So, und jetzt erzeugen wir einen weiteren Bürger. Wir haben Nahrungsüberschüsse hier, und zwar genug. Ich entlade einmal den Ochsenkarren und... Ah, beim Rundenwechsel. 212, ich hoffe, die Nahrung geht jetzt nicht verschütt. Im Rundenwechsel erscheint ein neuer Bürger. Wir nehmen mal ein kleines bisschen weg. Ich wollte eigentlich mit der Shift-Taste das hier machen. Da sind wir gleich knapp drüber. Eine Runde weiter wieder. Schiffe kommen überall an.
Ja, auch das klappt hier. Gemeindehaus funktioniert. Holz im Vergleich hierzu. Oben kann man übrigens auch durch switchen. Best Beavers, Nahrung reicht nicht mehr aus. Gleich wird eine Bürgerin rauskatapultiert. Das klappt jetzt schon nicht mehr. Wir brauchen nicht so viel Holz. Die Dame geht einmal vor die Tür. Sind wir bei minus 5. Eine Runde könnte das noch klappen. Wir haben Holzvorräte, noch einmal Holz weg. Eine Runde können wir noch weiterbauen, in aller Ruhe. Wir können sogar noch zwei Runden weiterbauen, denn wir haben genug Holz. Zwei Runden lang wird weitergebaut hier. Und eins weiter, bitte. So, ist jetzt da ist der neue Bürger. Weil wir Nahrungsüberschüsse hatten. Oh, wir müssen aufpassen. Hier oben geht der Lagerraum zu Ende. Jetzt haben wir einen neuen Bürger und den würde ich gern zum Schüler machen. Wir suchen jetzt mal regulär Leute zu produzieren. Und das Grundprinzip bei den Schulen ist, wir erzeugen Bildungspunkte. Normalerweise 3 pro Bürger und pro Runde. Wir haben 36% patriotische Stimmung, hier unten zu sehen. 26 wird halbiert auf 13, immer die Hälfte davon ist ein Produktionsbonus auf alles, auf die Bildungspunkte. Und wenn wir genug Bildungspunkte haben, ich weiß nicht mal auswendig, wie viel das waren. Da steht's, Abschluss in 20 Runden. Also je nachdem, wie viele Bildungspunkte wir erzeugen, dann ist der Abschluss früher oder später. Und so wäre es in 20 Runden, solange müssen wir den durchfüttern, ohne dass er irgendwas leistet. Und dann können wir in der Schule jeden beliebigen Beruf den einnehmen lassen, der in einer beliebigen Zeit hier für eine Runde mal, wo irgendjemand in einem Beruf, der wird zu einer Experteneinheit. Und zwar im Auswahlpool stehen alle Expertentypen, die für mindestens einen Rundenwechsel seit dem Bau der Schule in dieser Stadt hier mal gearbeitet haben. Ja, also ob Fischer, ob Trapper, die müssen noch nicht mal in ihrem Beruf gearbeitet haben, das kann auch in einem anderen sein. Das, wir können Fischer, Trapper, was auch immer machen. Es gibt auch die einfachen Berufe wie Fischer oder Getreidebauer, die kosten uns kein Geld. Wenn dagegen ein höherer Beruf angestrebt werden soll wie Trapper, da kostet uns das, glaube ich, 300 Gold. Und so ein Top-Beruf wie Weiser Staatsmann, Experteneinheit, das kostet dann, glaube ich, 600 Gold. Und das Geld sollte man dann auch haben zum Abschluss. Hat man das nicht, dann wird einem dieser Experteneinheit gar nicht erst angeboten. Ja? Das heißt, wir müssen ein bisschen im Auge behalten, wann ist das fertig. Es gibt noch höherstufige Bildungsgebäude, also ich glaube Universitäten oder wie auch immer. Die kann man bauen. Das Gebäude in der Mitte, das Politikgebäude, ist immer quasi das Einlasstor für höherstufige Gebäude. Wenn man das hier weiter auflevelt, kann man dann auch bessere Gebäude noch bauen in den anderen Bereichen drumherum. Und die besseren Bildungsgebäude, die erzeugen einfach nur mehr Bildungspunkte in jeder Runde. Also ein Schüler, der dort ist, hat mehr Bildung pro Runde. Dadurch sind die Ausbildungen früher fertig. Das ist der einzige Unterschied. Ja? So läuft das hier. Oder wir stellen ihn ein für die Kirche erstmal hier. Um noch erstmal noch mehr Einwanderer zu haben. Nein, wir machen ihn zu einem weiteren Zimmermann hier. Wir haben so viel, weil der Expertenholzfäller, den wir bekommen haben, erzeugt so viel Holz, dass wir problemlos hier noch einen zweiten einstellen können. So kann man das machen. Jetzt ist die Lederschneiderei auch früher fertig. So funktioniert's. Jetzt kommen wir mit dem Schiffchen hier an. Mit der Hampshire. Können im Augenblick noch nicht viel machen, aber wir haben hier extrem viele Fälle. Bis 100 können wir sammeln, würden wir nicht welche einladen, könnten wir keine abtransportieren. Und die Handwerker-Witwen wiederum
können wir schon mal an Bord packen. Drei, die bringen wir nachher runter. Die beiden lassen wir noch für eine Runde hier arbeiten, damit das Gemeindehaus noch einen Schritt weiter vorankommt. Ja? Und das ist der Pionier, mit dem wir entweder hier oben ein Lager bauen können für die Biber oder hier vorne die Silbererzmine bauen können. Beides kann man begründen. Wir können auch hier hin, dann machen wir erstmal mehr Silber. Das lohnt sich sehr, das wird dann hier, glaube ich, verdoppelt werden. Wenn ich das richtig im Kopf habe, müssten wir uns nochmal anschauen. Da können wir mit dem Pionier auch sofort schon einen Schritt voran machen. Ach, ist egal. Wenn er hier ausgesetzt wird, zieht er auch hier hoch. Das ist und wir machen es mal trotzdem. Einmal hier vorne schon mal an Land bitte und dann hier oben hin. Ja, Schiff kommt an in 2 Runden. So, wir holen hier vorne unsere Handwerkerwitwen ab. Die kommen alle runter Richtung Boston. Das Schiffchen hier vorne macht einfach den normalen Handel hier. Auf der Rückfahrt immer gucken, ob man Leder mitnehmen kann. 2 Segelschiffe haben wir mittlerweile. Ein Segelschiff holt oben die Handwerkerwitwen ab. Das andere Segelschiff war, glaube ich, unterwegs im Süden. Hierhin. Da kommt das Segelschiff an, nimmt den Scout wieder an Bord, der hier im Augenblick als Zimmermann arbeitet. Nimmt ihn an Bord und bringt ihn zusammen mit irgendwelchen anderen Einheiten, mit denen man eine Stadt gründen kann und mit der Artillerie als Verteidigung über, ja, ich weiß nicht, hier lang, hier oben lang, hier rum, hier irgendwie durch, hier hin, hier lang, hier vorne hin, zack, hier eine Stadt gründen. Dann gibt es hier noch einen Schatz und hier irgendwo noch einen Schatz. Dann zurück und hoffen, hier oben ist eine Werwolfstadt irgendwo, denke ich. Ich weiß es nicht genau. Eine dritte gibt es auf der Karte. Wir sehen nicht, was hier ist. Es könnte Werwolfs verseucht sein. Mit meinen Artillerien hoffen wir, die Stadt zu halten. Und sobald wir ein bisschen die Handwerkerwitwen verteilt haben und ein bisschen Möglichkeiten haben, mit dem zweiten Segelschiff ein bisschen freier zu agieren, schnappen wir uns unsere Bären und platzieren die entweder hier oder hier. Hierhin platzieren geht kurzer Weg immer, aber der Platz muss frei sein. Dann hoffen wir, dass man uns angreift und dass wir das hier verteidigen können. Alle unsere 3 Bären drauf. Ah, das wird nicht reichen. Wir haben jetzt schon zu viel Werwölfe. Das klappt wahrscheinlich erst dann, wenn wir den Logenbruder hier noch haben mit den 3 Söldnern. Den haben wir in Kürze. Dann packen wir das Segelschiff voll mit den 3 Bären und voll mit den 3 Söldnern und parken das entweder hier oder wir fahren den längeren Bogen hier lang, hier rum und parken den hier. Wir müssen den auf jeden Fall parken auf einem Hügel ohne Wald, weil die haben mächtige Angriffsbonusse. Vielleicht sogar hier cooler, weil mit ein bisschen... Ach, die greifen immer in Gruppen an. Hier könnten wir auch eine Stadt gründen. Ah, da müssten wir noch eine, da müssten wir noch ein Segelboot mitnehmen, noch eine Einheit dort platzieren, um eine Stadt zu gründen. Weil dann könnten wir sogar noch uns einen friesischen Reiter mit Gold kaufen und hätten für die hessischen Söldner noch einen leichten Verteidigungsbonus. Am besten hier, weil da wollen wir auch eine Stadt hingründen. Hier gründen wir keine Stadt, es ist zu dicht. Das ist sogar die bessere Entscheidung. Ein Segelschiff, ein Segelboot. Hier oben hin, hier hin platziert. Segelschiff mit den 6 Militäreinheiten, Segelboot mit 2 Einheiten, die dort als Holz einsammeln und was bauen halt. Das ist der Plan. Yeah.